Besitzer von dem Billard Sport Café Carambolage hier in Karlsruhe. Und Eugen Rosenau. Eugen Rosenau zur Linken hier an der Bar, der zuschaut bei dem Spiel. Eugen Rosenau, der Besitzer hier des Sportcafés Carambolage hier in der Rotenburgstraße. So, Bernhard Kugatz, schwierige Position. Vorbande muss er jetzt spielen oder was? Ja. Mit einem Resave. Okay, das Safe hat er sich selber eingebrockt, aber er hat sein eigenes Safe mit einem Resave beantwortet. Die Frage ist, was Simone draus macht. Kommt sie da an der 7 vorbei mit viel Rechts-Effet? Die Resave-Chancen sind gering. Und sie kommt da nicht dran. Nein. Foul. Simone Künzel. Damit schmelzen ihre Chancen dahin, hier bei der Stuttgart Open in die Zwischenrunde einzuziehen. Sechs dürfte weit genug wegliegen vom Mittelloch, sodass hier keine Gefahr besteht. Hier sehen wir übrigens hinten das leicht beschädigte Kö hier. Das Buttteil leicht beschädigt hier vom Kö. Von Bernhard Kuckertz, ein Pechauer Kö, das er irgendwann mal zu hart aufgesetzt hat. Und mit diesen verbleibenden zwei Kugeln wird Bernhard Kuckertz offensichtlich die 2-1-Führung übernehmen. Nicht nehmen lassen. 2-1 Bernhard Kuckertz über Simone Künzel. Nun, das sieht natürlich alles danach aus, wie wenn Simone Künzel hier nicht mehr lange im Turnier bleiben wird. Sie braucht eine 5-2-Führung. Sie braucht einen 5-2-Sieg. Und irgendwie scheint Bernhard Kuckertz nicht in der Stimmung zu sein, ihr diesen Sieg zu überlassen. Zumindest nicht kampflos. Wird es geschehen? Kann es passieren, dass Bernhard Kuckertz jetzt nach bei seinem Break nichts fällt oder die Weiße oder irgendetwas schief geht? Könnte es Simone Künzel dann schaffen, 4 Partien in Folge auf ihr Konto zu bringen? Wow! Das wäre mal eine Ansage. Das wäre mal etwas aus einem 2-1-Rückstand. Vielleicht eine 5-2-Führung, einen 5-2-Sieg zu machen. Sie sitzt ja schon in der Nähe von dem Pokal. Der Pokal für den Turnier. Und hier das Break. Und nichts! Ein Engländer würde sagen, a lot of action, but nothing drops in. So. Kein erfolgreiches Break für Bernhard Kuckertz. Und Simone Künzel. Hier nochmal die Wiederholung. Wir sehen die zwei Kugeln. Beide wären zu lang gewesen hier für die Mittellochtaschen. Und Simone scheint hier einen Safe gespielt zu haben. Und zwar einen guten. Ah. Dürfte leicht zu treffen sein, vor allen Dingen, wenn der Spitzname von eurem Kontrahenten Bande Bande Bernhard ist, dann solltet ihr euch vielleicht perfektere Saves einfallen lassen. Und das hier sieht mir nach einer Bankchance aus. Da könnte man nämlich den Banker ansagen, in die Mitteltasche, Weiße zurückziehen, Position 2, und falls sie nicht geht, die Chance gut, dass die Weiße im Schatten bleibt. Aber sie denkt noch nicht mal dran, sie geht nur auf den Save. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Jetzt sind wir mal gespannt, ob Bande Bande Bernhard hier einen guten Ausweg noch findet. Und vor allen Dingen sind da wirklich
Bande ist da wirklich nötig, nämlich zwei Banden, um da dran zu kommen. Also Bande Bernhard, lass mal sehen hier, woher dieser Spitzname kommt. Oh, drei Vorbanden hat er probiert und nur knapp gescheitert. Das ist doch schon mal ein Auftakt hier für Simone, wenn sie es schafft. Bande Bernhard, ein Foul anzudrücken. Und da er ja schon die Weiße beim Break sicher platziert hat in eine der Ecktaschen, wäre das sein drittes Foul, wenn er jetzt wieder ein Foul macht. Bernhard. Die Weiße sind gar nicht abgegangen, gell, beim Break? Nee, die sind nicht abgegangen. Das wäre. Okay, es gibt ja. Habe mich vertan. Weiße ist gar nicht abgegangen beim Break, sorry. Das heißt, er hat erst einen Foul auf sein Konto. Bande Bernhard hat jetzt aber sein zweites Foul auf dem Konto. Jetzt bin ich gespannt. Offenes Feld. Simone, geht sie nochmal auf einen Save oder versucht sie jetzt tatsächlich das dritte Foul in Folge herauszuschinden? Sie geht auf drei Fouls. Das ist sicherlich keine Position, mit der man jetzt den Tisch ausmachen will. Sie geht, will einen weiteren Save. Da muss sie aber einen richtig guten Save jetzt auspacken. Und die Deckung ist weit weg. Keine Kugel, direkt neben der 1. Weiße muss ein kleines Stück laufen. Da braucht es perfekte Tempobeherrschung. Der war gut. Simone Künzel mit einem weiteren, fast perfekten Save. Wie perfekt er ist, das wird Bernhard, Bande Bernhard uns beantworten. Wie perfekt war dieser Save? Er sagt die Mitteltasche an. Offensichtlich kann er mit genug Effet die 1 noch direkt treffen. Eine Vorbande reicht. Und er hat sie. Korrekt. Tja, damit hat sich das mit den drei Fouls in Folge schon mal erledigt. Jetzt liegt die 1 auch ein bisschen unbequemer wie vorhin, die mit Ball in Hand noch gelegen war. Geht die Save-Orgie weiter? Sie geht weiter. Simone Künzel, ein weiteres Save. Aber diesmal wird Bernhard die 1 schon sogar, ja, er kann sie direkt anspielen. Nicht versenken, aber anspielen. Schwer daraus ein Save rauszuzaubern, je nachdem wie voll er, wie viel er noch sehen kann von der 1. Könnte er die Weiße hier im Schatten von 6 und 9 halten. Ist ihm auch gelungen. Ich glaube, Simone wird jetzt langsam ihr Jump-Kö auspacken müssen. Und das genau das tut sie ja auch. Jump-Kö ist schon draußen. Es geht recht schnell. Ich sehe übrigens gerade, warum die so schnell sind. Die Shot Clock ist wieder in Betrieb. Die Shot Clock funktioniert. Wir haben eine Shot Clock zur rechten Seite. Und da laufen die Sekunden erbarmungslos runter. Wir haben eine 35 Sekunden Shot Clock hier. Nice View. Wow! Simone Künzel macht hier einen Jumpshot rein. Einen richtig langen Jumpshot. Und damit ist die Shot Clock wieder von 17 auf 35 Sekunden hoch. Und eine lange 2. Der Ball danach ist mindestens genauso schwer. Jawohl! Auch den holt sie sich. Akkurates Tempo hier, das Simone vorlegt, muss man sagen. Akkurates Tempo. Mal sehen, ob sie diesen flüssigen Spielfluss hier beibehalten kann bis zum Schluss. Die hat ein bisschen gezappelt, die 3, aber perfekte Position für die 4. Die 5 direkt neben dran. Dann geht es nochmal runter zur 6 und dann kommt die eigentliche Schlüsselposition von der 6 zur 7. Das ist the key ball für dieses Spiel. Hier für die 5. Jetzt tief rechts für die 6. Welchen Winkel würdet ihr der 6 geben, um am besten zur 7 runterzukommen? Oder wärt ihr schon zufrieden, irgendeine Position auf die 6 zu haben? Und die liegt jetzt mal gerade. Puh. Jetzt perfektes Timing. Akkurater, sauberer Rückläufer. Allglatt durchgezogen. Und da kommt sie. Das ist richtig gut. Perfektes Spiel von Simone Künzel, die uns nun schon gezeigt hat, warum sie 11-fache Landesmeisterin der Jugend ist und 3-fache Jugenddeutsche.
Deutsche Meisterin hier, Simone Kötzle. Noch ein paar gute Bälle müssten jetzt gespielt werden. Acht. Vermutlich hoch rechts über zwei Banden für die Neun. 1-2. Sie kriegt sogar noch die dritte Bande. Bisschen zu weit, bisschen zu weit. Bisschen zu weit. Oh, das ist ja schon fast ein Referenzball. Wo geht die Weiße hin? Keine Angst, sie hat keine Chance, in die Mitteltasche zu fallen. Viele haben immer die Befürchtung, aber sie kommt immer nur knapp davor. So. Dann geht sie genau darüber auf den mittleren Diamant. So ist das. Perfekte Position. Naja, perfekt vielleicht nicht. Die kann man schon noch verschießen. Ich habe die schon daneben gehen sehen. Und Simone Künzle mit der wichtigen 10. Jawohl. Simone Künzle verkürzt abermals auf 2-2 Gleichstand in unserem Match auf 5 Gewinnspiele. Das heißt, es ist ein Satz auf 3 jetzt noch übrig geblieben. Willkommen beim Hausturnier. Es geht auf 3 Gewinnspiele. Allerdings braucht Simone braucht ein 3-0, um weiterzukommen. In anderen Worten, die nächsten 3 Spiele müssen auf ihr Konto. Und hier haben wir gerade das Rezept. Ja, die Kamera sieht es nicht. Sie legt sich gerne, hat hier ein schwarzes Handtuch, das ist durchtränkt, nass, kalt, mit Wasser. Und das legt sie sich gerne ins Genick und das kühlt. Kalte Umschläge, altes Hausrezept. Und wenn sie jetzt noch 3 Spiele an ausmacht, dann bin ich mir sicher, werden ganz viele Spieler nach dem alten Hausrezept hier weiterverfahren. Und es als neues Geheimrezept für die Stuttgart Open verwenden. Und hier wieder der absolute Center Break von Simone Künzle. Ich werde sie mal hinterher danach fragen, warum sie genau auf den Fuß, genau auf den Kopf gekommen. Aber erfolgreich. Hat die zweite Kugel bekommen hinter der 1. Die 1 ist ein bisschen weit weg, aber noch spielbar, denke ich. Die liegt arg weit weg. Und ziemlich dünn. Da ist nur eine ganz kleine gelbe Stelle nötig, die man jetzt treffen muss, um die 1 reinzukriegen. Und die Shot Clock läuft unbarmherzig ab. 26, 25, 24, 23, 22. Naja, eigentlich hat sie ja Zeit. Sie könnte nochmal absetzen, Schluck Kaffee trinken und weitermachen. Und wunderbar. Wunderbar getroffen. Nicht ganz so wunderbar die Position. Muss auch in die andere Kopftasche gehen. Kopf rechts. Knapp an der 8 vorbei. Interessant wäre, wenn die, ob die 3 in der 4 vorbeiginge. Das war ein Leichtsinnsfehler. Simone Künzle. Das war ein Leichtsinnsfehler. Aus unserer Kameraperspektive sah fast schon leicht aus. In der Headcamera View sah es schwierig aus. Wahrscheinlich war es so dazwischen. Okay. Ja, ich höre gerade, jeder Ball ist schwer, aber das stimmt nicht. Nachgewiesenermaßen, man hat es wirklich nachgemessen. 180 Gramm etwa, jeder Ball. Wow, starker Ball hier von Bernhard Kuckertz. Aber da wird noch ein starker Ball ausgepackt werden müssen hier. Sofern die 3 überhaupt in der 4 vorbeigehen. Bernhard Kuckertz. Er braucht nur noch eine Partie. Ob er das weiß oder nicht, keine Ahnung. Nur eine Partie, um weiterzukommen. Er weiß es? Wer hat ihm das verraten? Okay, unser geheimer Informant natürlich. Okay, er hat verschossen. Simone Künzle, 3. Direkt davor, scheint keine Gefahr oder Komplikation mit der 4 zu geben. Ja, doch, da ist sie, die Gefahr. Hinter der 6, ne? Oder? Geht's noch? Geht. Okay, sie kommt an der 6 vorbei, kriegt dann die 4, muss wieder irgendwo in der Mitte parken, die Weiße. Tischmitte parken für die 6. Da soll mal einer sagen, Frauen könnten nicht einparken. Ich finde, das ist doch ganz akkurat.